Hättest du auch gern einen Droiden wie BB-8? Ciao! Heute klären wir, welcher Droide in der Star Wars Galaxis am besten zu dir passt. Was sind Droiden eigentlich und was machen sie? Droiden sind so eine Art Roboter. Es gibt verschiedene von ihnen mit ganz unterschiedlichen Aufgaben. Droiden wie R2-D2 reparieren Raumschiffe und Weltraumkreuzer und helfen den Piloten dabei, sich nie zu verirren. Droiden wie C3PO, der Roboter-Mensch-Kontakter, können jede Sprache der Galaxis sprechen und ganz schnell neue Freunde finden. C3PO ist ein ängstlicher und auf Höflichkeit bedachter Droide, der wohl ohne seinen abenteuerlustigen und dickköpfigen Freund R2-D2 niemals aus dem Zimmer seines Erbauers Anakin Skywalker rausgekommen wäre. Zusammen haben sie mehr Abenteuer erlebt als manch ein Jedi-Meister. Droiden können dir Gesellschaft leisten, sie lassen dich nie im Stich und sie bestehen Abenteuer mit dir, wie BB-8, ein Astromech-Droide der neuesten Generation. Er mag in seiner rundlichen Form niedlich wirken, aber davon sollte man sich nicht täuschen lassen. Der kleine Droide kann sich gut alleine wehren. Er hat mehr drauf, als man denkt. Auch wenn jeder dieser Droiden für eine ganz spezielle Aufgabe entwickelt wurde, heißt das nicht, dass sie nichts anderes können. Sie sind eben mehr als Roboter. Sie sind die besten Freunde unserer Star Wars-Helden und immer an ihrer Seite. Aber du solltest Droiden niemals unterschätzen, denn sie sind lernfähig, haben eine eigene Persönlichkeit und sind immer für eine Überraschung gut. Und bis jetzt sind sie in allen der Star-Wars-Filme dabei gewesen und haben dem ein oder anderen Helden aus einer ausweglosen Situation geholfen. Damit habt ihr die wichtigsten Droiden der Star-Wars-Galaxis kennengelernt. Alle ziemlich cool, oder? Alle Infos rund um Star Wars in Beanie Star Wars Check auf dem Star Wars Kids Deutschland YouTube-Kanal.